her, von der Entwicklung her auch einfach schon. Von daher, das passt schon. Ich meine, 648 Kilometer oder wie viele das sind, so groß ist ja nicht mal GTA. Ja. Also, so viel zu dem Thema. So, wir bremsen mal ein bisschen ab. Ich habe die Hoffnung, dass die Ampel gleich grün wird. Wird sie grün, wird sie grün, wird sie grün, wird sie komm. Wenn wir stehen, wird sie grün. Ey, das ist doch so armselig. Da habe ich ja gar keine Worte für. Na, komm, gib Stoff, Alter. Es geht der Motor einfach aus. Hä? So. Ich wusste, dass die Ampel grün wird, wenn wir stehen. Das ist auch immer so typisch. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Sie hätte ja auch rot werden können, wenn wir gerade drüber fahren, ne? Ups. Ja, das ist nämlich die Gefahr, wenn ich jetzt immer auf den anderen Bildschirm drüben gucke. Dann besteht durchaus die Gefahr, dass ich bei einem kurvenreichen Erlebnis, wie hier gerade, von der Strecke abkomme und ein anderes Auto ramme. Was natürlich mit der Fracht, die wir gerade mit uns tragen, nicht ganz so lustig ist. Es könnte leicht explosiv werden. Aber ich gucke gerade nochmal. Ja, geht so ein bisschen. Das erste Thema habe ich schon rausgefriemelt. Muss nochmal kurz gucken, wie der nette Kommentarschreiber heißt. Und hier müssen wir runter. Das heißt, wir gehen ein bisschen vom Gas und setzen einen Blinker. So, die Miniaturstraße hier hoch. Und dann geht's ab auf der Autobahn. Richtung Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Kassel, Köln. So, ab in der Mitte. Denn hier wollen wir nicht runter, ne? So, schau ich mal ganz kurz hier rüber. Okay. Also, der gute Dragonfire43636 hat geschrieben, dass ich doch die Cuts bitte ein bisschen genauer und besser setzen soll. Das heißt, dass ich nicht quasi mitten im Thema aufhöre zu quatschen. Das ist natürlich von Grund auf richtig und deine Beschwerde, oder es ist ja keine Beschwerde, sondern es ist ja nur ein Vorschlag, ist auch im Grunde genommen sehr sinnvoll und auch, wie schon gesagt, absolut korrekt. Wäre nicht schlecht, das zu machen, allerdings habe ich das Problem, dass ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich mit Premiere Pro so Cuts setze und so dann quasi einteile, dass er die ganzen Folgen auf einmal rendert. Das habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich das beim Adobe Premiere Pro machen soll. Und ich hatte bisher auch noch nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, deshalb rendere ich die komplette Aufnahme immer gesamt in einen dicken Part, der dann meistens irgendwie 10 GB groß ist oder 4 GB, je nachdem, wie lang die Aufnahme halt war. Und dann cutte ich das mit Boltsoft Video Software Cutter, irgendwas heißt das Dingen, cutte ich das dann quasi in mehrere kleinere Teile. Da kann ich einfach nur sagen, er soll es mir nach MB quasi sortieren oder eben nach Parts, wie viele Parts ich auch raus haben möchte. Und das ist immer ganz praktisch. Und da kann es halt mal passieren, dass es dann mitten im Wort der Cut ist. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Ich bin damit auch nicht ganz so zufrieden. Aber solange, wie ich halt noch keine andere Variante gefunden habe, was Premiere Pro angeht, müsst ihr euch damit begnügen. Tut mir natürlich leid. Wird sich hoffentlich bald ändern, sobald ich das mit Premiere Pro mal rausgefunden habe. Muss ich mal schauen. Vielleicht habe ich, oder wenn ihr, was auch mal ganz interessant wäre, ich weiß ja nicht, wenn ihr auch Let's Player seid oder sowas oder euch mit Videobearbeitung allgemein auskennt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht ein Programm habt, mit dem man auch rendern kann wie mit Adobe Premiere, das aber ein bisschen günstiger ist. Im Moment benutze ich die Firmenlizenz bei Adobe Premiere, aber ich fände es schon ganz cool, also ich bin offen für neue Programme und bei Photoshop gibt es ja zum Beispiel auch GIMP. Gut, das ist die kostenlose Variante, aber ich wäre schon bereit, auch 100 oder auch 200 Euro zu bezahlen für so ein Programm. Aber keine 1000. Das ist mir zu heftig. Das ist zu teuer und das will ich auch gar nicht. Für ein Computerprogramm. Das ich kostenlos kriegen könnte, wenn ich denn wollte. Aber natürlich nicht will. Aber wie gesagt, bei Adobe Premiere gefällt mir nicht alles. Und ich weiß, dass es da draußen bessere Programme gibt als Adobe Premiere. Das ist immer so. Und es wird auch immer so bleiben, dass es immer eine bessere Variante von einem von einer Art Programm gibt oder von Software. Aber könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr einen Vorschlag habt, wenn ihr einen Vorschlag habt, was andere Rendering-Softwares angeht, einfach mal in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr offen für. Gerade halt auch, wo man einfache Cuts setzen kann. Und was mir auch wichtig wäre, vielleicht gibt es da ja auch ein Programm für, dass man Cuts setzen kann, wann das Programm quasi eine neue Variante rendern soll oder eine neue Folge. Das wäre auch nicht schlecht. Das ging bei Sony Vegas, aber da hat er mir die Files von Dingens nicht gefressen. Hier die Files von der Avamedia Record Box, von wo ich die Konsolen-Let's Plays mit aufnehme. Da hat das Programm irgendwie mit dem Codec einen Fehler gehabt.
war immer ein bisschen nervig, deswegen habe ich dann mich für die Adobe Premiere Variante entschieden. Und da ist das halt eben so, auf Konsole mache ich natürlich nach jeder Folge einen Cut. Müssen wir nicht. Ich dachte, wir müssen gerade die Strecke wechseln. Da mache ich nach jeder Episode einen Cut. Da haben wir das Problem logischerweise nicht mit von wegen mitten im Satz aufgehört, aber halt bei PC-Let's Plays mache ich schon immer so, dass ich da mal mehrere Folgen aufnehme und die dann mit diesem Ballsoft-Ding cutte. Ja, also wenn ihr da einen Programmvorschlag habt, hört sich jetzt an wie TV-Total-Tipps zum Wochenende, aber wenn ihr einen Programmvorschlag habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. So, wie sieht es eigentlich mit dem Tank aus? Ich glaube, wir müssen hier gleich mal, wenn es denn geht, mal kurz hier Seitenwechsel, zack. Wir müssen mal in die Tankstelle fahren und auch, ich glaube, dann so langsam mal pennen gehen. Nicht, dass das Dilemma wieder so endet wie beim letzten Mal und wir dann voller Panik versuchen, bei einer Tankstelle zu drehen, was nicht so lustig war. Ich hatte wirklich Angst. Angst um mein Leben. Das vom Tankstellenwärter war mir egal, aber mein eigenes Leben. So, ich setze hier mal einen Blinker, ist vielleicht nicht unbedingt nötig, aber ich mach's trotzdem. Und dann würde ich sagen, wir tanken erstmal schnell. So, hier jetzt bloß nirgendwo gegenfahren. Das wäre ganz, ganz unlustig, mit Feuerwerkskörpern geladen. Stopp! Ach, Motor aus und dann auf geht's. Bing! Für 400. Wunderbar. Okay. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, wir müssen darüber, glaube ich. Um tanken... Nee, wo? Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo kann ich mich denn hier hinstellen zum Pennen? Muss ich da jetzt echt rumfahren? Da passe ich doch niemals durch an der Seite. Das ist nicht so geil. Kann ich mich hier nicht hinstellen, sag mal? Zum Schlafen? Geht das hier? Ah, okay, das geht. Das ist sehr gut. Ich stelle mich einfach mal in die Mitte. Ist doch scheißegal. Sollen die halt gucken, wie sie rauskommen, ne? So, da haben wir gepennt bis zum Abend. Und die gute Yvonne hat 1800 bei ihrer letzten Fahrt eingenommen. Hör ich auch immer wieder gerne. Geld, Geld, das ist alles, was ich will. So, da hinten kommt niemand. Brauchen wir keinen Blinker setzen. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Wir haben getankt, wir haben gepennt. Wir sind bereit für Tschechien. So, die Landschaft ist auch wieder wunderprächtig hier. Gefällt mir. Und wenn ihr dieses Video seht, dann werdet ihr es wahrscheinlich, sofern ihr denn wollt, auch in 1080p genießen dürfen, denn ich nehme ab sofort, zumindest bei den Spielen, bei denen ich weiß, dass es mein PC nicht in die Knie zwängt oder die FPS-Zahl stark drückt, nehme ich auch den Euro Truck Simulator in 1080p auf. Also Auflösung von, ich weiß gar nicht, 1900 noch was mal, 1080p eben. Ach, wir hätten gar nicht wechseln brauchen, na ganz toll. Jetzt kann ich in der Kurve die Strecke wechseln. Auch nicht so geil, ehrlich gesagt, aber es funktioniert. So. Ja, 1080p, wie gesagt, da sagt der ein oder andere wahrscheinlich, war das doch voll sinnlos. 1080p braucht im Grunde genommen niemand. Nee, das stimmt schon. Braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich sehe da schon große Unterschiede drin. Gerade wenn ihr unten aufs Navi guckt, sieht es in 1080p um einiges schärfer und um einiges besser lesbarer aus. Als jetzt bei 720p etc. Außerdem ist es so, dass sich die gesamte Qualitätssparte, wenn ihr auf 1080p aufnimmt, nochmal verbessert. Das heißt, 720p wird durch eine schärfere Auflösung logischerweise auch bei YouTube schärfer. Ne? Ist ja klar. Und deshalb habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Ob ihr es am Ende nutzt, das ist natürlich, liegt in eurem Ermessen. Ich selbst gucke eigentlich auch Videos, seitdem ich den neuen PC habe, in 1080p. Solange meine Internetleitung nicht wieder den Abflug macht. Ja, da muss man ja auch immer mit einberechnen. Denn die Telekom bietet hier, wo ich wohne. Und ich wohne eigentlich relativ zentral in Hessen. Und wie gesagt, auch sehr nah an Frankfurt dran. Aber Telekom bietet hier auf dieser Straßenseite, wo ich wohne, bietet die Telekom nur 25 VDSL. Und auf der anderen Straßenseite beim Kollegen, da bieten sie 50 VDSL. Das muss mir erstmal jemand erklären. Das ist Telekom-Logik. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den Anbieter wechsel. Wow, da kommt ein Auto. Zu Unity Media. Das ist hier so ein örtlicher Anbieter, vielleicht habt ihr schon Werbung oder so im Internet auch gesehen. So ein bisschen was, so, ja, so ein bisschen wie Kabel Deutschland. Die haben hier das Monopol quasi bei den ganzen Wohnungsanbietern. Haben die quasi schon Vorverträge mit denen geschlossen. Und sobald halt du da einen Mietvertrag unterschreibst, unterschreibst du quasi mit, dass du von denen Kabelfernseher kriegst. Mit Receiver und allem drum und dran. Aber du musst halt eben dir einen Receiver bei denen holen.
Weil analoges Kabel-TV soll ja dann auch, soweit ich weiß, irgendwann abgeschafft werden. Also da ist nichts mehr mit Kabel in den Fernseher und gucken. Nee, ich glaube, das soll bald abgeschafft werden. Ich weiß es aber nicht. Da bin ich zu sehr nicht informiert, was das angeht. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Internetprovider, da waren wir eigentlich. Und Unity Media bietet hier halt eben auch, wie Kabel Deutschland, Internet, Telefon, Radio und, was noch? Fernseh. Genau, Fernseh aus einer Dose an. Da hast du dann so eine Dreier- bzw. Vierer-Dose, wo dann halt vier Kabel reinkommen. Und du hast den dicken Entertainment-Spaß. Und die bieten hier komischerweise 100.000 VDSL an. Also 100.000 Mbit. Heißt das 100.000 Mbit? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall 100.000, ne? Also quasi das Vierfache von dem, was die Telekom anbietet. Und das ist natürlich schon ein reizvolles Angebot. Und dann auch noch billiger. Aber ich bin schon so lange Telekom-Kunde mit meiner Mutter. Also ich wohne noch zu Hause, für alle die Fragen. Das ist schon ein ziemlich verlockendes Angebot, aber wir sind schon so lange bei der Telekom und hatten eigentlich nie Probleme gehabt. Und dann bin ich halt einfach der Meinung, die sollen einfach ihren Arsch bewegen. Das ist ganz einfach. Und es ist ja so, also das verstehe ich ja auch, das war auch immer so gewesen, man hat immer eine gewisse Übertragungsrate, beziehungsweise man hat eine gewisse Anzahl, die man kauft, also VDSL 25 eben, 25.000. Und man erreicht davon, was ist jetzt? Ach, die Yvonne hat 556, Alter, was macht die denn? Stündlich brettern da neue Beträge rein, was ist denn los mit ihr? man hat ja immer eine gewisse Übertragungsrate, die man kauft, also 25.000 in meinem Fall und eine gewisse Kabit, sag ich schon, und eine gewisse Mbit-Rate, die man erreicht. In dem Fall dann, ich krieg von 25.000 kriege ich 16.000. Das ist eigentlich nicht schlecht. Natürlich sage ich mir, okay, das ist natürlich schon ein gewisser Verlust von, ich bin jetzt kein Prozentrechner, aber es sind bestimmt 25% mindestens oder 30 oder so, keine Ahnung, ich bin kein Mathekönig. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, und dann den Vollpreis bezahlen ist natürlich schon schade, aber die Telekom sagt sich halt, gut, wir liefern das in den Kasten rein und was dann ist, Pech gehabt. Ne? Ist zwar schade, aber deshalb habe ich halt überlegt, ob ich zu Unity Media wechsle. Glaube nicht, dass es passieren wird, aber vielleicht ja doch, man weiß es ja nicht. So, wie schnell dürfen wir denn hier fahren? 90, ja gut, mehr. Schneller fahren wir eh nicht, ich wechsle mal auf die linke Seite. Voller Panik. Ich könnte natürlich auch ein bisschen vom Gas gehen und ein bisschen mittig fahren. Ich glaube nicht, dass man mir das... Naja, gut, doch. Hinter uns kommt einer. Das wird man uns übel nehmen. Was ist hier? Ach so, von der Baustelle oder so. Keine Ahnung. So, hier können wir wieder lospesen. Ja, ist immer eine interessante Frage. Habt ihr denn, wo wir gerade bei Fernsehen und Internet und sowas sind, habt ihr denn sowas wie Fernsehabonnements? Also habt ihr... Also jetzt nicht die TV Digital, also die Fernsehzeitung, sondern habt ihr so Sachen wie Sky oder Unity Media, habt ihr da irgendwas abonniert? Digitalfernsehen, so besondere Pakete, wo so Seriensender dabei sind, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, was gibt's denn da? Fox gucke ich zum Beispiel immer, ne, weil da Walking Dead immer kommt. Oder was gibt's denn noch? Discovery Channel, National Geographic etc. etc. Sehr geile Sender. Kosten aber bei Sky zum Beispiel mehr. Nee, Quatsch, Blödsinn, die kosten bei Sky gar nicht mehr. Die sind im Sky Wealth Paket. Das ist der Hauptpaket. Früher Premiere Start hieß es. Warum fahren die hier alle so langsam? Ist egal, wir fahren einfach weiter. Wer bremst, verliert. Und, ja, würde mich mal interessieren. Habt ihr denn so Sky oder so, früher hieß es Premiere, Sky oder halt Unity Media, besondere Pakete? T-Home gibt es ja auch von Telekom, wo man auch so Serienpakete hat, Kabel Deutschland etc. Ich kann ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. So, dann gehen wir auch mal ein bisschen vom Gas, weil da vorne ist jetzt so ein Larry vor uns gefahren. Und ich will dem ungern in der Motorhaube kleben, beziehungsweise im Heck. Ich für meinen Teil habe Sky schon seit längerem jetzt für Bundesliga und halt eigentlich das komplette Fernsehen. Ich habe Sky komplett für 75 Euro inklusive HD-Programme, Zweitkarte und Sky Go und so weiter. Ich finde Sky einfach eine super Sache. Die machen ihre Sache echt gut, so von den Programmen her, auch von der Übertragung von der Bundesliga her. Und ich gucke schon, ich habe auch schon Premiere damals gehabt, also ich finde Sky wirklich super. Ist eine super Sache. Laufen immer coole Sachen. Gefällt mir auf jeden Fall. So, überholen wir den Typen hier jetzt vielleicht mal. Hier den Autotransporter, das wäre toll. Der biegt jetzt sowieso ab. Ach Mann, der wollte nicht in die Challenge mit uns. So. Noch mal kurz geräuspert.
So, und ich guck mal kurz auf meine Themen.